uns Gedanken gemacht zur Stärkung der medizinischen Fachangestellten, früher genannt Arzthelferinnen. Da geht es darum, dass eben für den ambulanten Bereich die medizinischen Fachangestellten stärker für delegierbare und koordinierende Aufgaben eingesetzt werden. Einsatzbereiche können sein die Versorgung chronisch Kranker innerhalb von Disease Management Programmen, von integrierten Versorgungsverträgen, dann die Patientenberatung und Schulung, insbesondere bei Gesundheitsförderung, Früherkennung und Prävention, Rehabilitation und auch im Rahmen von Hausbesuchen. Der dritte Punkt, der intensiv im vergangenen Jahr vorangetrieben wurde, war das passt zum Stichwort operationstechnische Assistenz. Dabei geht es um Chirurgen und Anästhesisten, die unterstützt und entlastet werden sollen, ohne dass originäre ärztliche Aufgaben wie die Durchführung der Narkose oder operative Teilschritte selbstständig ausgeführt werden. Und insoweit arbeitet die Bundesärztekammer auch mit in einer Expertengruppe beim Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen. Dort wird eine entsprechende Bundesratsinitiative vorbereitet. Dann haben wir viertens uns überlegt, es macht wohl Sinn, und das interessiert sich ja auch alle, Szenarien mal durchzudeklinieren für multiprofessionelle Kooperation und Delegation im Behandlungsablauf. Da haben wir einen Studienauftrag vergeben, wo mal 10 bis 15 repräsentative praxisnahe Szenarien näher betrachtet werden können. Und dies eben auf der Basis des Beschlusses des Deutschen Ärztetages. Ich denke, das wird, wenn es dann Ende 2009 vorliegt, wird das vielleicht auch eine gute Diskussionsbasis formulieren, auf der wir dann eben weiter überlegen können, wie wir vorankommen. Fünftens war von großer Bedeutung für uns Case Management in der medizinischen Versorgung. Da haben wir auch ein Gutachten rausgegeben, einfach aus der Versorgung oder aus der Wahrnehmung heraus, dass letztlich wir eine schillernde Anwendung des Begriffes Case Management im deutschen Gesundheitswesen haben. Also wenn Sie versuchen, das zu definieren, dann stoßen Sie auf eine große Vielfalt von Meinungen. Und es macht vielleicht Sinn, auch um es zu beschleunigen, dass man eben Case Management im Sinne von Versorgungsmanagement eben vielleicht differenziert, indem wir einfach mal sagen, es gibt einmal so einen medizinisch-therapeutischen Bereich beim Case Management und es gibt zum anderen eben den Management- und Koordinierungsbereich. Also der medizinisch-therapeutische Arbeitsbereich, der umfasst also die Initiierung und Steuerung, Übernahme von Therapie und Ergebnisverantwortung, und das ist irgendwie eine Aufgabe des Arztes. Und dann gibt es aber eine Form der Steuerung des Case Managements, wo man eben dann sagen muss, es geht hier um professionsübergreifende Versorgung im Delegationsverfahren, Versorgung durch zusätzlich qualifizierte Gesundheitsfachberufe, wie eben medizinische Fachangestellte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Krankenschwestern, Pfleger, psychosoziale Berufe. Also die ganze Palette sollte sich einfach patientenzentriert darum bemühen, dass eben hier auch möglichst wenig Schnittstellenprobleme auftreten, dass es keine Reibungsverluste gibt. Das würde ich eben auch als Case Management bezeichnen, aber es hat eben einen anderen Ansatz, eine andere Zielsetzung. Wir haben sechstens eben, glaube ich, das haben Sie dankenswerterweise schon gesagt, Frau Müller, uns in einen intensiven Dialog bemüht mit den Pflegeberufen und auch mit anderen Gesundheitsberufen und haben letztlich auf die Spitzengespräche zurückgegriffen oder auf das Instrument der Spitzengespräche, das wir eben mit dem Pflegerat seit 2001 gepflegt haben, nicht nur des Namens wegen. Und wir haben im Dezember 2008 hier eben uns zusammengefunden. Wir haben eine Klausurtagung stattfinden lassen, jetzt im Frühjahr, wobei wir eben auch drei Arbeitsgruppen gegründet haben, die sich einmal mit den Schnittstellenproblemen befassen, dann mit der Aufgabenverteilung im ambulanten Bereich und mit der pflegerischen Langzeitversorgung. Ich glaube, das war ein sehr intensiver Dialog, der auch gut vorbereitet war. Und wir haben eben uns auch darauf verständigt, dass wir jetzt nächste Woche, am 3.6. dann erneut zusammen sind. Also Sie sehen, wir sind im Gespräch, und auch wenn es eben noch nicht gleich zum Erfolg geführt hat, der Dialog geht weiter. Und dann haben wir siebtens, das darf ich hier auch noch anmerken, uns natürlich dann auch auseinandergesetzt mit dem Thema Direct Access für Physiotherapeuten. Naja, also da wundert Sie jetzt nicht, wenn ich da wieder zu dem Ergebnis komme.
dass eben im Rahmen der Heilkunde, Diagnose, Indikation und Verordnung in der Gesamtverordnung, in der Gesamtverantwortung und in der Behandlung des Arztes bleiben muss. Die physiotherapeutischen Leistungen in Form der Heilmittelerbringung sind damit umfasst, wobei es aber, das meine ich, sollten Sie jetzt auch genau wahrnehmen, dem Physiotherapeuten selbstverständlich im Rahmen der Heilmittelverordnung, in der der Arzt Diagnose, Maßnahmen und Frequenz der darauf festgelegt hat, die eigenverantwortliche Befunderhebung und die konkrete Heilmittelauswahl für die Therapie und damit die Durchführung und auch die Haftungsverantwortung, dann also diese Items unterliegen dann eben dem Physiotherapeuten selber. Und das beinhaltet auch, dass man durchaus partnerschaftlich miteinander überlegen kann, von mir auch konziliarisch miteinander überlegt, in welcher Form eben hier den Interessenlagen des Patienten gerecht werden wird. Ich finde den Ausdruck nicht ganz passend, wenn man sagt, das ist ein Top-Down-Modell, sondern durchaus, das habe ich im vergangenen Jahr auch gesagt, in Augenhöhe, warum denn nicht? Aber jeder bringt seine spezifische Kompetenz ein. Sie mögen das als lächerlich empfinden. Ich meine es nicht so. Ich meine es nicht so, sondern wir haben alle unsere spezifische Verantwortung, die eben auch durch die unterschiedliche Profession, zu der man doch stehen darf, einfach geprägt ist. Und bei Ärzten ist es halt eine 6-jährige universitäre Ausbildung und eine mindestens 4-jährige Weiterbildung. Und diese Kompetenz meinen wir eben auch im Interesse der Patienten einbringen zu müssen. Ich bin auch der Meinung, dass Direct Access letztlich die Steuerungsfunktion des Arztes im Gesamtgeschehen umkehrt, wenn eben die Indikationsbereiche nicht vom Arzt eben auch primär verantwortet werden. Durch die Umkehr der Reihenfolge wird unmittelbar und grundsätzlich der Arztvorbehalt bei diagnostischen Entscheidungen ins Gegenteil gekehrt und es berührt einfach die Indikationsstellung. Und im Übrigen, bei der Geschichte ist die Budgetverantwortung, glaube ich, bisher ungeklärt. Die soll dann anscheinend beim Arzt bleiben, was ich nicht einsehen kann. Dann müssen Sie die Gesetze ändern, wenn das anders sein soll, und wir kommen dann in die Schnittstellenproblematik, und ich weiß, dass eben die gesetzliche Systematik natürlich alle schmerzt, sowohl Sie, die Physiotherapeuten, als auch die Ärzte, wenn wir eben unter dem Budget zurechtkommen müssen. Ich will es damit bewenden lassen und Ihnen einfach sagen, dass wir durchaus sehen, dass wir hier in einem dynamischen Entwicklungsprozess sind in unserer Gesellschaft, dass es sicher eben auch Lösungen geben muss, die berücksichtigen, dass wir einen erheblichen Ärztemangel haben, einen Mangel, der eben die anderen Gesundheitsberufe auch betrifft. Und wir müssen sehen, dass wir eben in einer Gesellschaft des langen Lebens mit vielen chronisch Kranken eben auch unsere jeweilige spezifische Verantwortung einbringen und das nicht allein im Interesse der Profession, sondern noch viel mehr im Interesse der Patienten. Vielen Dank. Ja.